Und mit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Wir bekommen hier Geld, weil wir, also ich habe ja diese Laptime-Challenge gemacht, die alle, glaube ich, 2 Wochen kommt. Wobei wir da, glaube ich, eine richtig gute Silberzeit damals hatten, aber ich habe es, glaube ich, leider gar nicht aufgenommen. Und ich brauche ja 3 Millionen, das heißt, wir sind kurz davor. Ich würde aber trotzdem einfach mal sagen, hier könnte ich mal was machen, aber wir gehen einfach nochmal in eine weitere Streckenerfahrung. Dann ist es ziemlich safe. Wobei, diesmal könnten wir auch so eine kurze Version nehmen oder so in die Richtung. Ich schau mal rein, was wir dann noch offen haben. Was heißt offen? Europa ist ja auch noch komplett offen. Da hatten wir alles. Fuji hatten wir auch. Zu Kuba bin ich mir jetzt gerade nochmal ein bisschen unsicher gewesen. Aber die geht halt auch relativ schnell, oder? Wobei, 3 Sektoren. Komm, schauen wir mal rein. Wobei, ich glaube, eine Rundenzeit ist, glaube ich, 1 Minute, oder? Hier, ja, eben. Also, ja, 58 Sekunden sogar. Dann schauen wir da mal hinein. Mit dem Lancer Evo fahren wir, glaube ich. So, düsen wir mal hier los. War ein bisschen sehr früh gebremst, Alter. Aber doch ein bisschen komisch. Was ist denn heute los? Okay, irgendwie gar kein guter Start. Sehr seltsame Kurve gerade gewesen. Aber nun gut. Irgendwie schiebt er mega geradeaus, wenn ich bremse. Richtig übel. Deshalb auch nur Bronze. Okay. Da geht natürlich noch einiges besser. Alter, okay, wieso? Wieso hat sich. Also die ein, zwei Kurven, wo ich bremsen muss, haben sich mega seltsam angefühlt. Das Krasse ist, eigentlich sagt mir das Spiel, ich soll in die Kurve reinbremsen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich das Auto halt nur geradeaus steuert, wenn ich bremse. Das heißt, ich sollte eigentlich früher bremsen, damit ich schön durch die Kurve fahren kann. Und ja, noch 2 Zehntel zur Goldmedaille. Und ja, in der ersten Kurve habe ich noch ein bisschen was liegen lassen. In der hat, es ist jetzt nicht die zweite Kurve, ich glaube die vierte Kurve gewesen, aber die zweite, wo man bremsen soll. Es fühlt sich sehr seltsam an, so früh zu bremsen. Oh, rausbeschleunigt hat er jetzt aber auch noch mal ein bisschen besser. Okay, sehr seltsam, sehr, sehr seltsam. Hier noch mal ein bisschen früher rausbeschleunigt, aber so viel hat es jetzt eigentlich auch natürlich nicht gebracht. Aber die erste Kurve, die kostet natürlich noch ein bisschen Zeit. Ich weiß gar nicht, wo ich bremsen soll. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Sollten wir die Kurve jetzt auch nicht verkacken. Oh, zu früh beschleunigt. Weit, weit rausgekommen. Und ich werde noch mal ein Stückchen besser. Aber ja, ich habe es. Oh, in der letzten Kurve habe ich zu viel Zeit verloren. Ich habe zu früh beschleunigt, dann bin ich so weit rausgekommen. Dann muss ich nochmal vom Gas runtergehen. Okay, der erste Sektor. Guck mal, hier wieder so ein bisschen komisch gerutscht. Schon wieder zu früh am Gas. Ja, da brauche ich jetzt hier nicht zu Ende fahren. Da wird sich nichts mehr bessern. Also wenn er so weit vorne ist, werde ich das natürlich nicht mehr aufholen können. Gleich. Wo noch mal besser. 1 Zehntel sogar, aber es reicht halt immer noch nicht. Ja, richtig übel. Also, okay. Ich dachte, wir werden ja ein bisschen schneller fertig. Ich hoffe, Sektor 1 ist hier das große Problem auf der Strecke. Sonst alles gut. Hoffe ich ja mal. Alter. Wie er wegrutscht, Alter. Okay, ich habe es mal einen Ticken früher aufs Gas und Vollgas und drauf geblieben. Man hat dann gesehen, dass ich auch so ein bisschen nach vorne geschossen bin, aber ja. Klar, wenn das Auto dann so krass wegrutscht,
Ist natürlich auch ein bisschen blöd. Ah, die Beschleunigung war wieder schlechter. Eigentlich hat sich die zweite Kurve, also die letzte Kurve sich ganz gut angefühlt. Aber in der ersten natürlich vielleicht noch nicht so. Mann, das Krasse ist, ich bremse selber früher. Aber ich komme so weit raus. Das verwundert mich hier so ein bisschen. Das war jetzt eigentlich auch nicht gut. Eigentlich war es auch nicht gut. Aber okay, es war zumindest mal Gold. So, wir starten in Sektor 2. 20,8 Sekunden für die Gold. Okay, das war schon mal nicht gut. So, erstmal ein bisschen die Strecke anschauen. Hier haben wir schon wieder so eine Kurve. Ah, eine Kurve auf einer Strecke. Sehr seltsam. Also die erste, auch schon wieder die erste und die letzte Kurve muss man bremsen. Die anderen kann man, glaube ich, einigermaßen so durchfahren. Und wir starten wieder mit einer Bronzemedaille. Aber nun gut. Die ist seltsam, weil hier nichts angezeigt wird mit Bremsen oder so. Hier sollten wir auch mal kurz vom Gas, okay. Hier habe ich ein bisschen früh gebremst. Ist aber doch sehr eng. Das wird aber, glaube ich, auch nicht reichen. Ah, 3/10. Naja, 4/10 sogar fehlen noch. Okay. Ich glaube auch die erste Kurve, da lasse ich Zeit liegen. Ah, man muss aber doch ein bisschen bremsen, hey. Hier, weiß nicht, ob man hier vom Gas gehen muss. Da muss man die Kurve vielleicht gut anfahren. Vorher habe ich sie viel zu früh angebremst und jetzt viel zu spät. Kommen aber ein bisschen besser raus. Kommen wir, verbessern uns noch ein bisschen oder auch nicht. Okay, die Gerade, oh wie knapp, die Gerade war ein bisschen zu kurz. Ansonsten hätten wir da schon noch mal ein bisschen was verbessert, weil wir in der letzten Kurve besser raus beschleunigt haben. So, wie schaut's aus? Das ist aber keine Sekunde. Alter! 200stel! Okay. Also es wäre sogar... Ja, fast eine Sekunde... nee. Ja, ich hau gerade total falsch. Hey, ich hatte bei bester Rekord oben steht der 21.191. Und irgendwie habe ich gedacht, mein Rekord ist eine Sekunde zur Bronzemedaille. Was ist denn jetzt hier los? Zu viel gelabert oder was? Deshalb dachte ich gerade so, das ist keine Sekunde, aber ich hatte ja gar keine Sekunde mehr, also musste ja viel weniger machen. Ja, guck, erste Kurve schon wieder hier so ein bisschen. Ah, ganz leicht hier das Gaspedal gelupft. Hätte ich, glaube gar nicht machen müssen, aber wir sind eigentlich vorne. Und es fehlt ja nicht viel. Und es müsste reichen. Das sollte eigentlich reichen. Ja, guck mal, hier sogar 1/10 schneller. Wie die Vorgabe. Sehr schön. So, Sektor Nummer 3. 16,6 Sekunden. Der schnellste Sektor. Ich würde jetzt fast schon sagen, der einfachste. Wir sind hier auf der Geraden. Da kommt die letzte Kurve. Aber wenn man die Kurve ein bisschen falsch anfährt oder anbremst, dann kann man, ja, zum Beispiel wie hier zum Beispiel, auch sehr viel Zeit verlieren. Also, man muss da gut reinfahren, die Geschwindigkeit gut halten. Und... ja, wobei, jetzt so schlecht war es jetzt auch nicht. Aber man hat schon gesehen, beim Anbremsen, mich hat es ein bisschen weit rausgedrückt. Dadurch habe ich viel Schwung verloren. Da hätte eigentlich die Goldmedaille... hätte eigentlich schon einfacher sein müssen. So, wenn man hier so schön reinfährt... dann macht man halt einfach auf den zweiten Versuch Gold. Und es hätte auch auf den ersten sein können. Aber ja, war halt nicht so.
So, und jetzt gehen wir in die komplette Runde. So, das Ganze jetzt in unter einer Minute. So, mal gespannt, wie wir das hinbekommen. Haben hier die ersten zwei Kurven. Ich sage immer die ersten zwei Kurven, aber ich meine die ersten zwei Kurven, wo man bremsen muss. Weil hier diese links und rechts, da bremst man nicht. Die zählen nicht als Kurve, so gesehen. Ah, war jetzt hier nicht so schön. Weit, weit raus. Uiuiui. Hat sogar noch... Alter! Okay. Sind wir letztes Mal nicht sogar hier schneller durchgefahren? Also ich würde mal sagen, das wird sicherlich erstmal keine Gold. Aber dann haben wir viel Möglichkeiten an vielen Stellen was aufzuholen, was zu verbessern. Haben wir erstmal ein Groß, können wir ein bisschen abschätzen und dann wird es halt der zweite Versuch. Wobei, eigentlich so schlecht sind wir gar nicht. Also ein bisschen weniger wie eine Sekunde. Für das, dass wir so gefahren sind. Also ich hätte jetzt gedacht, das wird ein bisschen schlimmer. Müssen wir nicht mal eine Sekunde aufholen. Ah, hier ein bisschen gerutscht. Ah, auch noch nicht so geil. So, wie nehme ich diese blöde Kurve hier? Die war sehr, sehr eng genommen. Hier auch ein bisschen vom Gas. Das brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Oh, ich fahre hier in der Wiese. Weiß nicht, ob das so gut war. Aber keine Sekunde sein, oder? Oh Mann, schon wieder so knapp, ey. Gibt's ja gar nicht. Mann, war das im ersten oder im zweiten Sektor, was so knapp war? Und jetzt wieder? Hier auf der kompletten Runde. Einmal so eine knappe Zeit. Rein vom Fahren her fand ich jetzt die Kurve besser, aber rausbeschleunigt schlechter. Scheint auch ein bisschen mies. Muss hier irgendwo noch tricksen. Es wird eigentlich nichts mehr. Ah, kann ich vergessen. Ich dachte, vielleicht klappt noch irgendwie, irgendwo, irgendwas. Aber, ja. Eigentlich bin ich ja schon sehr nah an der Goldmedaille. Das heißt, eigentlich darf ich mir keine großartigen Fehler erlauben. Das ist immer so knapp aneinander. Schlecht reingefahren, später raus beschleunigt. Ja, doch später. Stimmt doch. Dachte schon, was laber ich. Was ist jetzt hier? Ah, wollte schon sagen, wenn ich hier halt nicht vorne bin, dann kann ich es eigentlich vergessen, aber wir sind schneller. Muss ich nur die letzte Kurve ein bisschen zu zaghaft gebremst. Aber, muss nochmal vom Gas runtergehen, das sollte aber reichen, ey. Hui! Auch wieder knapp, ey. Auch wieder sehr knapp. Alter, okay, das war alles so sehr nah aneinander. So, da reicht eigentlich schon das Geld aus für die ganzen Sektoren. Es gibt aber noch ein bisschen was obendrauf. Und nun kaufen wir uns noch den Audi R18 TDI, war es, glaub. So, hier bei Audi angelangt. Gehen wir ganz nach rechts, glaub, oder? Ja, es war, glaub, der hier. Jetzt kaufe ich den falschen. Ich dann einfach den falschen kaufen.
Na, erstmal so 3 Millionen Credits erstmal hier weggehauen. Das wäre natürlich sehr übel. Aber, naja. Hoffen wir, das passt soweit. So, ja, ich mache einfach mal Wechsel rein. Und dann müssen wir ein Foto machen. Ich glaube, in Spanien war es, oder? Gerade mal reinschauen. Escape for the Audi R18 TDI. Okay. Team Jos, das stimmt schon mal. Soco de la Sarte. Was war Circuit de la Sarte nochmal von der Strecke? So, ich dachte, es sei in Spanien, aber die Trophäe heißt ja Souvenir aus Le Mans. Das heißt, wir sind ja in Frankreich. Jetzt ist nur die Frage, muss ich hier... hier haben wir die Normandie, Paris. Nicht, dass man ein falsches Foto macht. Ich weiß halt auch nicht genau, wo ich hin muss. Heißt, weil mit den De La Sarte heißt das Gebiet so, oder ich kenne mich da jetzt auch nicht so mega krass aus. Ich schaue gerade so, also, aber eigentlich heißt ja Le Mans, aber muss ich dann in Le Mans auf eine spezielle Dings gehen oder so, dass nur ein gewisses Bild zählt? Wieso gibt es hier die Zielgerade zweimal? Ein bisschen seltsam. Hier nochmal aus anderen Sichten. Wir sind immer noch bei Le Mans, aber ich finde jetzt das mit dem De La Sarte nicht. Oder vielleicht heißt da eine Kurve so, aber es ist vielleicht egal, wo wir das Foto schießen. Das weiß ich halt nicht genau. Ich kann mal probieren, aber jetzt sind wir schon von Le Mans weg. Das heißt, wir machen jetzt einfach hier Eingang Zielgerade. Es ist mal egal, wir schauen mal, ob das passt. Wir platzieren einmal den Audi R18 hier auf der Zielgeraden. Bremslichter können wir mal anmachen. Sieht doch ganz cool aus. Scheinwerfer sind eigentlich egal. Was haben wir hier? Wir fahren natürlich 200 km/h auf der Zielgeraden. Und dann kann man einfach mal ein Foto machen. Und da kommt schon Souvenir aus Le Mans. Sehr schön. Und jetzt müsste noch mal was kommen, oder? Ha! Einmal die Platin. Das hört man doch gerne hier. So, das heißt, so rein von den Trophäen bin ich mit Gran Turismo fertig. Vielleicht mache ich noch die ganzen Streckenerfahrungen durch. Aber Platin ist schon mal da. Das ist schon mal sehr schön. Achso, jetzt kann man hier gar nicht mehr auf das Gesamtding schauen. Wenn man hier so reinschaut, rechts unten steht es 103 Stunden habe ich jetzt dafür gebraucht. Klar war ich vielleicht nicht 100% effektiv. Ich bin jetzt vor allem am Anfang ja nicht 100% auf die Trophäen gegangen. Erst so Richtung Ende. Ich hätte das auch zum Beispiel mit den Streckenerfahrungen schon mal viel schneller oder früher machen können und dann auch die legendären Fahrzeuge dadurch auch schneller halten können. Keine Ahnung. Aber bei mir hat es 103 Stunden gedauert. Ja, dann würde ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Part hoffentlich wieder. Bis dahin, wiederschauen und reingehauen.